Ich wache jeden Tag gegen 8 Uhr auf. Mein Wecker weckt mich. Ich kann dann noch 5 Minuten im Bett bleiben und anschließend stehe ich auf. Nach dem Aufstehen gehe ich normalerweise ins Bad. Ich dusche, putze mir die Zähne, wasche mir das Gesicht und danach creme ich mir mein Gesicht ein. Als nächstes gehe ich zurück ins Schlafzimmer und mache mein Bett. Manchmal mache ich auch Morgengymnastik. Dann gehe ich in die Küche und bereite mein Frühstück zu. Gewöhnlich esse ich zum Frühstück ein paar Eier und Haferbrei und trinke einen Tee. Nach dem Frühstück wasche ich das Geschirr ab und gehe zu meinem großen Kleiderschrank. Ich ziehe mich an. Heute trage ich eine Jeans und ein T-Shirt. Dazu einen Gürtel und eine Kette. Manchmal gehe ich nochmal zurück ins Bad und schminke mich. Und erst danach kann ich anfangen zu arbeiten. Ich arbeite von zu Hause aus. Ich muss also nicht ins Büro gehen. Ich brauche mich nur an meinen Tisch zu setzen. Ich klappe meinen Laptop auf und beginne mit meinen Aufgaben. Ich gebe Unterricht, Webinare und entwickle meine Kurse weiter. Apropos Kurse, wenn ihr daran interessiert seid, findet ihr weitere Informationen über meine Kurse unter diesem Video. Und weiter geht's. Ich produziere auch Videos für YouTube und drehe Stories für Instagram. Mein Instagram findet ihr links unten. Und zwischendurch mache ich natürlich eine Mittagspause. Nach der Arbeit gehe ich manchmal spazieren, wenn das Wetter gut ist. Falls das Wetter schlecht ist, bleibe ich zu Hause, lese ein Buch oder gucke einen Film oder eine Serie. Dreimal pro Woche gehe ich auch ins Fitnessstudio und nehme Tanzunterricht. Manchmal gehe ich abends einkaufen. Wenn ich drauf keine Lust habe, bestelle ich etwas nach Hause. Gegen 7 Uhr gibt es bei mir Abendessen. Gegen 11 Uhr verschwinde ich im Bad, dusche, putze mir die Zähne, wasche mir das Gesicht und creme es ein. Und dann gehe ich ins Bett. Dort schreibe ich noch kurz einen Plan für den nächsten Tag, stelle meinen Wecker wieder auf 8 Uhr, schalte das Licht aus und schlafe irgendwann ein. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх под ним. Кстати, в описании под этим видео я подготовила вам перевод к этому рассказу. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!